Ja, hallo Leute, heute gibt es ein neues Review von mir. Ich habe heute mal wieder Tangiers mitgebracht und zwar den Cashmere Prune. Ja, ist die Nummer 60. Cashmere Prune, vielleicht kennen viele dieses typische Cashmere von Tangiers. Ich glaube, das soll irgendein indisches Gewürz oder Kräuter sein. Ich finde das ziemlich lecker. Prune, das sollen dann die getrockneten Pflaumen sollen das sein. Ja, beim Geruch, er riecht eigentlich nur intensiv nach diesem Kaschmirgewürz. Von der Pflaume kommt eigentlich kaum was durch. Und Setup ist hier natürlich wieder eingeblendet. Ist der Alien Funnel, zwei lang etwas dickere Alufolie, Schrauchenmontan mit drei Prikos. Beziehungsweise noch zwei, drei halbe ungefähr. Der NP450. Ja, die Rauchentwicklung ist sehr gut, wie man sieht. Ja, geschmacklich, finde ich, kommt die Pflaume gar nicht durch. Man schmeckt eigentlich nur dieses Kaschmir. Was mich persönlich eigentlich gar nicht stört, weil ich das Kaschmir von Tangiers super geil finde. Allerdings zum Tabak her schmeckt die Pflaume kommt meiner Meinung nach überhaupt nicht durch. Daher kriegt der Tabak in dem Sinne, dass es Pflaumentabak sein soll, nur 5 von 10 Punkten. Aber da mir das Kaschmir so geil schmeckt, würde ich ihm auch 9 oder 10 geben. Also wenn ihr euch davon erhofft, dass der irgendwie nach Kaschmir Pflaume schmeckt, dann naja, es ist halt nicht so. Es schmeckt nur nach Kaschmir meiner Meinung nach. Die Pflaume kommt gar nicht durch. Und ja, wenn ihr Pflaumetabak sucht, ist das nix. In der Hinsicht gibt es keine Kaufempfehlung. Aber probiert ruhig mal die ganzen Kaschmir-Sorten von Tangiers durch. Die sind echt nur zu empfehlen. Und das war's auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.